Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen da draußen. Ja, ich melde mich wieder, ich konnte nicht mehr anders. Irgendwie hat es mich gerissen heute in der Früh. Deshalb gibt es auch keine Ohrringe, wenn man gedacht hat, na, das passt nicht zum heutigen Tag. Ja? Ich will ja nicht schimpfen, aber manchmal muss man einfach schimpfen. Nee, Hammer. Haben sie dir in dein Gehirn Exkremente hinzugefügt, sodass du nicht mehr selbstständig denken kannst? Ja, Verbrecher können wir nicht abschieben, weil die haben noch nicht genug verbrochen. Aber Kinder, bei Kindern geht das. Was wird ihnen denn zur Last gelegt? Die Geburt in Österreich, na das ist wirklich schrecklich. Na das, ich muss sagen, also das ist schlimm, ich kann es verstehen. Ja, aber we remember, gell? Dieses Schild, das gestern alle brav in die Höhe gehalten haben, in die Kamera getragen haben, we remember Auschwitz. Ja, das remember wir, aber ich sage Ihnen, was wir remembern. Ja, we remember den heutigen Tag, wo Kinder mitten in der Nacht abgeschoben werden. Das ja, das ist toll. Das ist wirklich also grandiose Arbeit an den Innenminister. Großartig. Warum sind Sie eigentlich nicht dort gewesen? Warum waren Sie nicht dabei bei der Abschiebung? Also, das waren ja Menschen, waren ja keine Zelte, gell? Zelte sprechen nicht zurück, da tut man sich mit den Menschen schon ein bisschen schwerer. Schämen Sie sich! Nein, schämen Sie sich ist zu wenig. Weinen Sie, ich weiß nicht was. Ja, gehen Sie zur Mama und fragen Sie, was da schiefgelaufen ist. Ich will Ihre Mutter nicht beleidigen, ja, die ist wahrscheinlich eine ehrenhafte Frau. Also ein Wahnsinn, wirklich. Nein, Entschuldigung, da geht mir die Galle auf. Und der Kurz, wo ist er denn, der Kurz? Ja, wo ist er denn? Wir haben ihn schon so lange nicht gesehen. Ja, wenn glauben Sie im Ernst, das ist ein Wahnsinn, dass sie dich da einfach drücken können als Bundeskanzler, ja? Und glauben Sie, sag ich Sie, dass Sie haben Sie ja gar nicht verdient, du, glaubst du im Ernst, ja, dass es reicht, wenn man sagt, das Gesetz sieht es so vor. Ich habe gedacht, du bist der Messias. Ja, dann benimm dich ein bisschen wie der Messias. Oder hast du Prinz auf Zamunda nicht gesehen? Ja, wo der König gesagt hat, nein, der kann keine bürgerliche heiraten, so steht es im Gesetz. Und dann fragt die Frau ihn, ich dachte, du bist der König. Deshalb frage ich dich, ich dachte, du bist der Bundeskanzler. Macht man da nicht Gesetze? Kann man das nicht ändern? Kinder, die schon seit 12 Jahren hier wohnen, dass man die vielleicht da lässt? Nein, das ist schwierig. Ich meine, glaubst du, dass es schwach ist, wenn man sich entschuldigt? Glaubst du, dass es schwach ist, gnädig zu sein? Ich verrate jetzt mal was, kurze Bub. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Aber das musst du anscheinend noch lernen. Und damit du was lernen kannst, könntest du zum Beispiel ein Fernstudium bei Humboldt machen. Ich habe dir ein paar Sachen rausgesucht, die für dich interessant wären. Wie zum Beispiel Angst- und Stressbewältigung, Entspannungstrainer, Fachkraft für Sozialdienstleistungen, Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen, Flüchtlings- und Integrationshelfer, Mentaltrainer, Paar- und Familiencoach, Psychologie, Psychotherapeut, Wirtschaftsmediation. Alles bei Humboldt zu finden. Das wird dir passen. So, jetzt brauche ich kurz ein bisschen Ruhe. Ja? Ein Appell an die Grünen. Ja. Ihr erinnert mich mittlerweile an einen Granny Smith Apfel, ja, den man schön glänzend kauft. Er ist perfekt von außen, wunderschön. Man freut sich drauf. Man beißt hinein. Er schmeckt total gut. Vielleicht ein bisschen sauer, aber sauer macht ja lustig. Und das Leben ist auch nicht immer süß. Ja, aber dann werde ich abgelenkt, muss schnell was anderes machen, komme zurück und die Abbissstelle ist ein bisschen bräunlich geworden. So ganz ein bisschen komisch, gell? Da fragt man sich, beiße ich jetzt weiter ab? Mache ich da weiter? Schneide ich es weg? Und jetzt? Da fragt man sich, gell? Ja, runterschlucken oder weiter essen. Aber eine funktionierende Koalition ist total wichtig. Aber nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis. Dieses Tauziehen auf dem Rücken von Kindern ist nicht mehr zu ertragen. Ja? Kinder, die im Meer ersaufen, Kinder, die im Moria erfrieren und Kinder, die mitten in der Nacht aus einem funktionierenden, integrierten Leben herausgerissen werden. Pfui! Bitte! Das ist das Einzige, was mir einfach... Oh Gott, er hat sich zu Wort gemeldet. Ja? Ich glaube, ich muss auch eine kurze Choreografie machen. Das ist wirklich saudumm, geht's dir damit gut? Denn auf deinen Händen klebt längst das Kinderblut. Willst du uns etwas erklären, warum schiebst du Menschen ab? Kinder können sich nicht wehren, sie kratzen lautlos ab. Diese
Aktion ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Abschiebung im Dunkeln ist erbärmlich, ziemlich feig. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Tritt doch zurück, es wäre endlich an der Zeit. Oh, nee, Hammer! Ja, jetzt ist mal leichter. Und auch den... Oh, nein, jetzt reicht das reicht schon. Ja, passt schon, ja? Entschuldige, aber ich konnte nicht zurückhalten. Na, passt. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag. Ein wunderschönes kommendes Wochenende, gell? Ich hoffe, ihr könnt alle gut schlafen da draußen. Tschüss.